Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Limi Leben am Limit. Ja, genau. Also in der letzten Folge hatten wir unsere kleine Stadtrundgang gemacht, weil wir nicht mehr wussten, was wir noch so tun wollen. Und mich entschlossen habe, einen Stadtrundgang zu machen. Und diesmal, wie gesagt, setze ich den Gang fort. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schon gezeigt hatte. Also wie gesagt, ich habe hier diese Seite der Stadt, die schon gezeigt habt. Und wie gesagt, hier hat ja der Zuma sein Haus gehabt, das schon zur Hälfte weggerissen hat. Aber mehr auch noch nicht. Cool. Ich glaube, genau so weit war auch das letzte Mal, als wir hier geguckt haben. Auf jeden Fall hat er hier schon mal ein... Ist das überhaupt noch sein Haus hier? Gehört das noch dazu? Bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht gehört das auch nicht mehr dazu, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall stand hier eigentlich noch sein Haus. Der Durchgang hatte nicht irgendwie noch mit dazu gehört. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur dumm und hab das nicht mehr im Kopf. Der wohnt jetzt ein bisschen anders, ich glaube auch in der Nähe von meiner Farm. Das heißt in der Nähe, zumindest in der Richtung. So, wenn sich jemand bedient, bitte nachpflanzen. Hat jemand wohl nicht gemacht. Also, nee, macht man ja nicht. So, der rechtmäßig gewählte Unterdrücker Raffnix. War es nicht der rechtmäßige Unterdrücker, war es nicht dieser Marius gewesen? Auf jeden Fall, hier gibt es einen rechtmäßig gewählten Unterdrücker. Muss man wissen, auf jeden Fall. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier schon lang gegangen sind, deswegen gehe ich hier nochmal lang. Hier haben wir Kimo Renes Haus. Hat man, glaube ich, in der ersten Folge schon mit dabei gehabt. Die mit der oder das mit den Kuchen. Und kommt hier auf den Server, das heißt, wir müssen sofort DPSEN, na klar. Ein verzweifelter Versuch, Spawn zu schreiben. Guten Morgen. Ja, gehen wir wieder runter. Ich schreibe trotzdem guten Morgen. Ja, herzlich willkommen. Okay, wir sind willkommen, dann kann ich ja mal reingehen. Aber ich muss natürlich mich ordentlich anziehen. Sommer hackt's. Okay, die Küche. Ja, schöne Küche. Hier mit so einem Call drin, wo Wasser drin ist. Kann man da reinfallen? Hallo, ich will reinfallen. Mano. Okay, hier kann man scheinbar rausgehen. Und Sommer. Und hier hat die einen Strand. Das ist nämlich, glaube ich, eine Sie, zumindest wie ich das vom Skin her entnehmen konnte. Simon René klingt zwar ein bisschen anders, aber ja, wer weiß, was dahinter steckt. Okay, hier ist ein Lager. Stein, Holz, Sand, Monster Drops. Okay, hier ist ein kleines Feld. Krass. Das ist alles sehr geheim hier. Alles mit Birkenholz gemacht. Oh, schönes kleines Nah, Monumente, Minen, Farbstoffe, Blumen, Waffen, Werkzeug. Zeug aus dem Nether, okay, gut. Ich sag mal so, mein Ordnungssystem ist noch ein bisschen anders, aber. Okay. Krass. Mein Ordnungssystem ist noch ein bisschen anders, aber egal. Ach so, die packt hier was rein, dann wird sofort unten. Aha. Clever. Könnten wir es auch machen, aber ja. Ich sag mal so, ja. Da werde ich noch was anderes zeigen, was ich gerade baue. Ich baue nämlich gerade was Geiles. Das werde ich, glaube ich, nachher mal zeigen, auf jeden Fall. Ja, ein schönes Schlafzimmer hat die hier. Man soll ja eigentlich nicht in Schlafzimmer von anderen rumgeistern, aber wenn man schon so herzlich willkommen ist. Hier können wir mal hochgehen. Oho. Stylisch. Hier scheint so ein kleines, hier so ein Esstisch oder so ein Feierabendstisch, hier so ein kleines Büro oder, oder sowas in der Art. Schreibtisch, etc. So, hier jetzt nochmal raus, hier ist ein Balkon, aber nicht gesichert. Das heißt, wenn kleine Kinder hier sind, man kann jetzt gleich runterfallen. Habe ich da gerade Whetstone auf dem Dach gesehen? Tatsächlich, da ist Whetstone. Das müssen wir uns mal anschauen. Kann man hier irgendwie leichter hoch? Kann man sich hier irgendwie raufjumpen? Ich glaube, das müsste eigentlich nicht gehen, aber ja, das geht auf jeden Fall nicht, so rauf zu springen. Versuchen wir es mal. Habe ich natürlich jetzt meine Schere nicht mit, sonst hätte ich einfach ein Blatt nehmen können. Vorsichtig. Vielleicht kommt man hier irgendwie hoch, aber also hier scheint. Ist das ein Solardings? Scheint so ein Solardings-Bums zu sein. Auf jeden Fall geht da eine Redstone-Verbindung lang. Vielleicht ist das so, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ein Solar, also so ein Lichterkennungsdingsbums ist. Das heißt, es erkennt, wo die Sonne oben ist und dann geht da quasi vielleicht ein Licht an, sowas in der Art. Könnte ich mir vorstellen, könnte ich mir gut vorstellen. Gut, auf jeden Fall können wir auch mal wieder weitergehen. Hat es auch eine schöne Brücke gebaut. Krass. Obwohl es ein bisschen komisch ist, wenn eine Brücke gebogen ist. Das wirkt für mich so ein bisschen verwirrend. Aber naja, gut.
das kann man machen, wie man will. So, da hinten ist noch ein Leuchtturm. Da bin ich auch schon hochgegangen, da hat man eigentlich recht guten Blick aus von dem Leuchtturm. Obwohl der ein bisschen klobig aussieht, finde ich. Ein bisschen, der sieht so ein bisschen so, ja, gewöhnungsbedürftig aus. So, da ist auch ein Haus im Wasser, das irgendwie hat keinen Zugang und steht einfach nur so rum. Da scheint jemand hat etwas versucht, aber nicht geschafft. Jetzt lebt sie überall rum. Oh Gott, oh nee. Ich erläutere mal nicht, wo das jetzt gerade herkommt. Das erläutere ich jetzt wirklich nicht. Nein. Gehen wir weiter und jetzt sehen wir uns mal die andere Seite an. Ich glaube, hier hinten lang waren wir da schon. Keine Ahnung. Es wird doch schon wieder dunkel, das heißt, wir werden uns wieder irgendwo ins Bettchen schleichen und uns da ein Übernachtquartier gönnen. So, hier kann man sich, glaube ich, diese Zeitungen kaufen. Und hier hat jemand alles halb aufgegraben. Okay, hier ist Sweatstone, also ein Spaß. Kohle. Also hier scheint jemand gewildert zu haben. Kaputt gemacht zu haben, um es genau zu sagen. Hier ist so ein komisches, was auch immer das darstellen soll. Wer wohnt denn hier? Ich glaube, hier waren wir, glaube ich, schon, aber egal. Ja, hier ist die Detail, die geschlossen ist. Aber sie ist trotzdem offen. Okay, der war gut. Hier geht's runter. Okay, geheimer Raum. Krass. Was ist hier hinten? Oh, nichts Besonderes, okay. Also eine sehr eindrucksvolle Detail, muss man sagen. Da war eine Druckplatte, krass. Die Tür war ja schon vorher offen. Wir sollen ja alles so verlassen, wie wir es betreten haben. Und wenn die Tür schon vorher offen war, dann bleibt es auch offen. So. Aha. Kein Name steht davor. Achso, hier scheint so eine Bar zu sein. Ich glaube, die haben wir auch schon mal besucht. Ich weiß auch nicht. Habe ich es euch schon gezeigt? Keine Ahnung. Hier haben wir. Oh, was ist denn? Oh, krass. Eine eigene Höhle ist das hier. Okay. Wow. Da ist wirklich eine Schlucht. Ach, da hat sich der. Ach du. Gleich eine eigene Höhle hier hingebaut. So ein Schlingel! Na gut. Wollen wir mal wieder hier rausgehen? Ich fühle mich gerade hier ziemlich unwohl bei der ganzen Sache hier. Boah. Okay, komm mal hier. Da drüben muss ich hin. Okay, gut. Ich dachte schon. Okay. Batsch. So. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, muss man sagen. Gefällt mir eigentlich von außen auch relativ gut. Von außen hat das so total unscheinbaren Eindruck. Aber sieht trotzdem gut aus. Da ist ein Creeper. Du hast mich ernsthaft nicht schon gesehen, ey. Banner. Butch. Okay. Das war super skillyhaft gemacht. Wer wohnt denn hier? Örtliche Zeitung, okay. Örtliche Zeitung. Hier hängt etwas an der Wand. Pfad der Erleuchtung. Da wohnt Domi und da ist die örtliche Zeitung. Schauen wir uns erstmal die örtliche Zeitung an, bevor wir zum Pfad der Erleuchtung gehen. Örtliche Zeitung, okay. Ein Kohleblock, eine Ausgabe. Ein Kohleblock. Ist aber auch nicht so günstig, weil ein Kohleblock, obwohl 9 Kohle. Naja, wissen wir nicht. Was steht da? Das kann ich gerade nicht so gut erkennen. TFIJ. Sag mal, hat. Ich glaube aber auch ja. Hier ist nicht Rammelstan. So. Du bleibst weg. Sag mal. So. Eine aktuelle Ausgabe. Okay. Die TJ Express 1. Lampe aus. Ausgabe ausverkauft. Also sie ist noch an. Das heißt, man kann sie einkaufen. So, keine Rückerstattung. Okay. Das hier scheint ja so ein Top. Ja. Ich finde es ja sehr interessant, wie gesichert das hier ist. Das heißt, ich könnte mir einfach mal hier was rausnehmen. Okay. The future is yours by Dirt X. Am Sonntag, den 8.3. um 20.15 Uhr findet ein Event statt. Eine Schneeballschlacht. Also zieht euch warme Kleidung an. Solltet. Sag mal.
Diese Skelette, Mai. Nein! Ich muss mit meiner Spitzhacke schlagen, weil... Oh, jetzt ist das Ding so doof im Wasser, dass ich es nicht erwischen kann. Wegrennen! 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 Ich muss was essen. Ich hab jetzt glaube ich, gerade Zeitung gestohlen, wie es so aussieht. Scheiße. Nein, habe ich nicht. Als ob ich eine Zeitung stehlen würde. The future is yours. Es wird eine Schneeball. Wie könnt ihr teilnehmen? Einfach zum Spawn gehen und nach links schauen. Ihr seht sofort zwei Kisten. Ein Schild und ein Amboss. Einfach nur ein Papier aus der linken Kiste nehmen. Euren Namen über den Amboss draufschreiben. Draufschreiben. Und in die rechte Kiste packen. Okay, krass. Aber jetzt sind die nicht so spannend. Und fertig. Wir werden natürlich auch dabei sein und im Nachhinein darüber berichten. Und damit viel Glück und Spaß an alle Teilnehmer. Also diese Zeitung war sehr erfolgreich. Also ich fand den Inhalt von vorne bis hinten wirklich spannend und mitreißend. Ich muss sagen, ich will die Zeitung sofort abonnieren, weil die so viel Inhalt hatte. Es ging vor allem über wirklich krasse Evente. Und diese Evente, die sind ja immer höchst nervige Skelettviecher. Richtig nervig. So, jetzt schwimmen wir mal rum. Also, kein Wunder, dass das Ding nur 9 Kohle kostet. Ich pack's mal wieder zurück. Ich pack mal hier auch noch einen Knochen rein. ich habe nicht gestohlen, nein. Hier wohnt Dead X, okay. Du, Shop, du hast kein Recht dazu. Du kaufst 5 Euro von Dead X für 5 Euro. Nein, kaufe ich nicht. Kauf Test. Vergangenheit. Und es laggt. Zu Gegenwart. Es laggt Gegenwart. So, es geht weg. Okay, der ist kleine Dingsbums. So. Briefkasten der örtlichen Zeitung und Dirt X. Okay, krass. Also Dirt X macht dir wohl die örtliche Zeitung. Nicht sehr spannend, aber okay, hier ist... Sag mal! Perfekte Schlagposition macht gerade. Hier sind 10.000 Kisten, das heißt, der hat wohl keine richtige Ordnung gefunden. Unten waren ja auch noch Haufen Kisten. Hier ist also quasi so ein Turm, so ein... Ja, dieses Sitz-Plugin ist zwar cool, aber ist auch... In gewisser Weise nervig. Okay, was sieht man da? Ist die Tür zu, das heißt, man kann nur so reingucken. Okay, gut, krass. Was ist das? Der Ofen ist. Ach, das ist ein Ofen. Aha. Also, ja, sehr spannend ist hier so muss man mal sagen. Hm, ja. Was ist denn das? Was ist denn das hier? sieht auch schon aus wie so eine Bar. Hier ist so ein Hinterraum. Eine Werkbank. Look at that Werkbank. Werkbank. That Werkbank, Alter. Ich fasse es nicht. That Werkbank. Und dann geht's hier weiter zu einer Treppe. Oh, that Treppe, Alter. Was ist hier? Besprechungszimmer. Wer bespricht sich denn hier? Okay. Hier scheint wohl der Rat der geheimen Brüderschaft zu sein. Der Illuminaten. Aha. Das sieht irgendwie sehr kirchlich aus. Das sieht so irgendwie so total verschwörerisch aus. Wer weiß, was hier für krumme Dinger gedreht werden. Also nicht nur Bananen, sondern auch andere krumme Dinger. Der war schlecht, aber halt. So, hier geht's auch noch runter. Vielleicht ist da noch ein Zimmer der geheimen Bürgerschaft der krummen Bananen. Ja. Okay, gut. Okay, hier ist eine Eisentür, die aber. Oh, das ist denn. Ich muss sagen, diese überkrasse Redstone-Technik, dass wirklich beide Türen beim Klick zugehen, finde ich krass. Das muss man erstmal hinkriegen. Oh Mann. So. Hier. Redstone-Verstärker, also ziemlich simpel. Wieso drehst du eigentlich das Redstone-Signal um? Ach, egal, ich frag gar nicht. Okay, hier ist also. Aha. Heimlich, was ist denn hier? Sieht alles so heimlich aus.
aber es scheint einfach nur ein Kreisgang zu sein. Hier kommt bestimmt was ganz Heimliches hin, weil hier ist nämlich so ein komisches Dings. Aber, ja, und Kettentüren und Eisen und Quark. Also hier baut sich immer was Heimliches hin und hier hat auch keinen Namen stehen, das heißt, hier dreht die Brüderschaft der krummen Gurken oder krummen Bananen. Krumme Dinger. So, Pfad der Erleuchtung. Okay, wir lassen uns erleuchten. Macht das Licht an. Also für einen Pfad der Erleuchtung ist das ja auch ziemlich dunkel. Ja, bipu, bipu. Ja, gleich gehe ich runter. Gehen wir mal kurz hier lang. Okay. Pfad der Erleuchtung, Erleuchtung. Wow. Was kommt hier? Das Haus von Sebastian, das sehen wir gleich. Ich mache nur einen kleinen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ups, ja, genau, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Also wie gesagt, wir sind jetzt ja gerade hier den Pfad der Erleuchtung langgelaufen. Der war sehr erleuchtend. Und ja, ich hatte gerade einen kleinen Cut gesetzt, weil ich kurz weg war. Das heißt, es kann sein, dass ich ein bisschen anders singe, aber egal, auf jeden Fall. Dieser Pfad der Erleuchtung war natürlich sehr erleuchtend. Und jetzt gehen wir zum Haus von Sebasti. Der Sebastian bestimmt heißt und sein Name einfach mit See. Wie See, der See. Basti. Keiner Name. So. Okay. S. Übersetze viel wie Arsch. Okay. Ich soll es jetzt lassen. Okay, hier ist eine Ender-Chest, okay. Die kann man sogar öffnen. Okay, hier hat er quasi einen Laden. Essen. Landwirtschaft, Stein, okay, krass, das Lager, Alter, so, Gold, Eisen, eine ganze Ofenreihe, okay, sagen wir jetzt einfach mal, okay, was ist denn hier unten, das muss ich mir mal anschauen, ganz schön tief. Vielleicht ist hier eine Monsterfarm. Mal schauen. Ja, sieht aus wie eine Monsterfarm. Hier sind auf jeden Fall Monster. Komm her. Ja, So. Hier sind sogar Truhen, die ich sogar öffnen kann. Ich lege jetzt einfach mal hier das rein. Viel Spaß. Ah, jetzt habe ich eigentlich die 5 Pfeile gekauft. Das hat es auf jeden Fall so gebracht, muss ich sagen. Diese 5 Pfeile zu kaufen, das war genial. Ich muss echt sagen, das hat sich richtig gelohnt. Das war so richtig so, BÄM! Kann man machen. Ja, kann man machen. Mann. So. Jetzt würde ich sagen, hier war nicht gerade groß neu oder besonders. Es war halt nur erleuchtend. Ja, hier hatte seine ganzen... Ach, die kann man doch anpflanzen. Wie pflanzt man die denn an? Oder wie Grund, warum sollte man die einpflanzen, ist eigentlich die Frage. Kürbiskerne, Kann ich mir vielleicht mal anschauen, vielleicht muss ich das irgendwie mal in eine Crafting-Bench reintun. Ich glaube, ich habe auch noch nie Kürbis eingepflanzt, deswegen. Man findet die ja so oft und ich weiß auch nicht, wozu man die groß brauchen sollte. Höchstens, wenn man sich hier so eine Golem, also hier so ein Eisengolem oder sowas machen soll, machen will oder so ein Schneemann, aber... Na gut, das braucht man nicht unbedingt. So, hier ist wie gesagt die Dings. Man kann man sich hier. Ihr kostet einen Diamant für eine Zeitung. Aber. Ups, scheiße. Okay. Redstone. That high-tech Redstone-Leitung. Really higher high-tech. Okay, jetzt möchte ich das hier mal kurz abbauen. Mal hier. Ups. Nichts passiert. Gar nichts passiert. Ihr habt nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Gucken wir mal weiter. Hier ist Kuru Usagüs Hasenbau. Doppelpunkt 3. Okay. Kann ich nur bestätigen. Okay. Spenden und Geschenke, falls ihr mir was gebt. Buch und Feder. Krass. Ich lege da einfach mal eine Karotte rein. Weil wegen Hase und so. Warte mal, mach das mal. Jetzt mal hier. Hallo. Nein. Willst du mich verarschen? Nein. Mann. Okay. Ja. Hab ich doch gerne getan. Oh Mann.
Oh Mann, ich wollte jetzt eigentlich so ein Hase, so, also so ein Hasen Hase hinschreiben mit den Karotten. Aber nein, gleich alle Karotten nehmen. Muss sein. Oh Gott, ey. Okay. Also ich muss sagen, ein sehr krasses Haus. Muss ich wirklich mal zugeben. Hier mit dem Teppich da, so übelst krass. Das soll jetzt natürlich nicht beleidigend wirken. Also, falls Leute, es gibt ja wirklich Leute, die verstehen sowas falsch. Nein, das ist, ich meine das nicht beleidigend. Okay, hier sind Eier drin. Mein Ei. Okay. Hä? Mhm. Kann ich das jetzt mal irgendwie wieder reinpacken? Okay. Krass. Okay. 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 Was ist denn hier? Fighting. Die Truhe ist natürlich gesichert. Aber die da oben auch. Nee, nicht, oder? Ach, egal. Ach man, jetzt sind meine ganzen Karotten weg, ey. Das war so nicht geplant. Natürlich hat die auch Karotten. Eigentlich müsste ich jetzt meine Karotten zurückholen, aber... Ja. Was ist denn hier? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ich bin dezent verwirrt. Also, die Leute, die hier sind, die bauen wirklich interessante Sachen. Muss man sagen. Ziemlich krass und alles so komisch und so merkwürdig. Ich möchte hier raus. Ich fühle mich unwohl. Ja, hier war das Dingsbums. Und die haben meine Karotten gestohlen. Meine Karotten. Meine Karotten. Das ist richtig arschig, dass ich die nicht mehr... Ich wollte nicht einfach alle rein... Was? Kuros Ogisakis Briefkasten. The Magazine 1. Man kann es nicht rausnehmen, okay, gut. Der Dings kann man nicht rausnehmen. Hier ist eine weiße Wolle. Und das ist der Rathaus. Ach, das ist das Rathaus. Aber das sehen wir in Teil 3 unserer Stadtrundgang. Stadtrundgang. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann und bis dann, meine Freunde. Bis dann. Ciao. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch! Ich will jetzt die Folge einfach... Ich drücke jetzt einfach auf. Ciao, Leute.